Warum es in Bosnien kein McDonald's mehr gibt, das siehst du wie immer nach dem Intro. Liebst auch du McDonald's? Dann abonniere jetzt hier unten meinen wunderbaren Kanal, um keine den Infos mehr über McDonald's verpassen. McDonald's gibt es in fast ganz Europa. In einem Land ganz sicher jedoch nicht mehr, nämlich in Bosnien. Das Land zwischen Kroatien und Serbien hatte über 10 Jahre einen McDonald's. Doch so richtig gut, da liefen die Geschäfte eigentlich nie bei McDonald's eben in Bosnien. Während Kroatien 39 Restaurants hatte, Serbien immerhin 32, hatte gerade mal Bosnien 5 mickrige Restaurants. Und das eben bei einer Fläche so groß wie Bayern. Doch warum McDonald's genau in Bosnien scheiterte, das schauen wir uns einmal gemeinsam an. 2011 bekam McDonald's in Bosnien sein erstes McDonald's-Restaurant. Und das kam bei den Einwohnern in Bosnien auch ziemlich gut an. Nur schnell, da bemerkte die Bevölkerung, verdammt, ist das Essen bei McDonald's teuer. Bei einem Durchschnittseinkommen von gerade einmal 500 Euro auch nicht wirklich verwunderlich. Eben einfach unmöglich, von dem wenig Geld dann noch bei McDonald's eben teuer essen zu gehen. Aber nicht nur der Preis machte McDonald's in Bosnien zu schaffen. Denn in Bosnien, da isst man eh zu allem Möglichen viel lieber Cevapcici. Burger und Pommes passen da so absolut nicht rein. Und so schafft es McDonald's auch nicht wirklich gut, mit deren Essen eben in Bosnien bei den Leuten anzukommen. Da nur wenig Menschen eben zu McDonald's gingen, machte McDonald's richtig Verlust. Wirklich gelohnt hat sich also in all den Jahren das Geschäft für McDonald's dort nicht. Nach über 600.000 Euro Mietschulden des bosnischen Franchise-Nehmers reichte es dann auch McDonald's. Nach 12 Jahren beendete also McDonald's seine Lizenz mit dem bosnischen Partner. Zum 1. Dezember 2022 sollte nun also Schluss sein. Doch darauf hatte man ganz sicher keine Lust in Bosnien. So dass eben einfach Burger ohne Lizenz von McDonald's weiterverkauft wurden. Zumindest für einen Monat. Denn dann zog McDonald's vor Gericht, sodass wirklich dann am 30.12.2022 für McDonald's in Bosnien Schluss war. Wie bereits in anderen Ländern kamen auch hier Dutzende Menschen nochmal zu McDonald's, um ein letztes Mal eben einen Big Mac zu bestellen. Warum es in Island keinen McDonald's mehr gibt, das siehst du wie immer hier oben rechts in einem fantastischen Video. Und das war's auch schon wieder mit diesem wunderbaren Video. Ich wünsche euch noch einen big-tastischen Tag und bis bald.